Weil Hindernisse, die wird es immer im Leben geben. Also sage ich dir, fang doch mal vorne an, dir mal ein Ziel zu setzen und vor allen Dingen auch genau zu wissen, was man wirklich will. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Emolution Podcast Folge. Heute aus dem sonnigen Mallorca mit dem Thema Hindernisse als Immobilienmakler, Hindernisse im Business, Hindernisse im Leben. Und ich will einfach mal so ein bisschen erzählen, einfach mal so freischnauze, was denn mir so eigentlich sich an Hindernissen in den Weg gestellt haben, wie ich die weggeräumt habe. Und ich finde das immer wieder spannend, einfach festzustellen, wie das so ist, wie Menschen generell mit Hindernissen umgehen. Und ich merke einfach, dass Hindernisse, auch Probleme, die meisten echt komplett aus dem Rennen schießen, also komplett rausschießen. Und Hindernisse finden ja auf unterschiedlicher Ebene statt. Erstmal fangen wir mal damit an, auf der Ebene so von mir persönlich. Was sind denn so die Hindernisse, die ihr da draußen habt? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was sich denn so in eurem Leben in den Weg gestellt hat, auch im Business vor allen Dingen. Aber ich würde das gerne mal so ein bisschen so Schritt für Schritt auseinandernehmen und einfach mal so einen Blick drauf werfen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, denn ich bin der Meinung, dass gerade wenn jemand erfolgreich im Leben sein will, dann muss er vor allen Dingen in der Lage sein, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Hindernisse zu überwinden, Hindernisse zu bewältigen. Ich bin mir sicher, das ist eine der größten Erfolgseigenschaften überhaupt. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen Hindernisse so unendlich groß machen, unendlich aufblasen. Ich nehme mal so ein ganz einfaches Beispiel mal raus, was mir immer wieder was mir immer wieder begegnet ist, ein Verkäufer, der sagt irgendeinen Preis, den er gerne hätte. Und im Kopf der Makler geht es jetzt schon los. Oh Gott, ey, wie soll ich denn das überhaupt jetzt, never ever wird das funktionieren. Oder die andere Variante ist, ich mache das einfach, ja. Ich gehe da einfach drüber weg. Ja. Dann kommt das Hindernis halt ein bisschen später, kommt das Hindernis im Verkauf. Und alleine, es geht gar nicht um die Tatsache, wie argumentiere ich das jetzt, sondern es geht um die Tatsache, wo ein Hindernis entsteht. Nämlich ein Hindernis entsteht erstmal bei mir im Kopf, weil ich mir Sorgen, Ängste und Nöte mache, was jetzt passiert. Ein riesen Ding. Und das ist wie so eine Luftpumpe. Ich nehme die Luftpumpe und blase das Problem regelrecht auf. Jetzt geht das Kopfkino los. Ja, wenn ich den Auftrag haben will, dann muss ich aber dies oder jenes tun. Dann muss ich mich aber so oder so verhalten. Und so kann man einfach keine Hindernisse überwinden. Weil Hindernisse, die wird es immer im Leben geben. Also sage ich dir, fang doch mal vorne an, dir mal ein Ziel zu setzen. Was willst du? Willst du Aufträge sammeln oder willst du zum Beispiel verkaufbare Immobilien in Auftrag nehmen? Du musst eine Entscheidung treffen, weil ein Hindernis zu überwinden ist immer auch eine Entscheidung, dass ich darüber hinweg will. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich komplett das Superopfer. Ja, und so war es bei mir auch. Ja. Also immer, wenn ich Phasen hatte in meinem Leben, wo ich vor einem Hindernis kapituliert habe, und ja, klar, die gab es bei mir auch, ja, dann war das aber die Resignation bei mir selber, die Resignation in meinem Kopf. Damit hat das angefangen. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich habe nicht die Fähigkeit dazu oder das traue ich mir nicht zu oder wie soll das denn gehen, wie soll ich das denn machen und so weiter. Also schau, was sind deine Fähigkeiten? Hast du die Fähigkeit überhaupt, dieses Hindernis zuallererst mal drauf zu gucken, mal anzugucken? Was ist denn da überhaupt? Was passiert denn hier überhaupt? Ja? Und was ist überhaupt wirklich das Hindernis? Ja? Ist das nur ein Meter hoch? Oder ist das 2 Meter groß? Oder ist das nur vielleicht 30 Zentimeter? Ja? Also wenn du schon gar keine Ahnung hast,
was das Hindernis wirklich ist, dann kannst du das auch nicht meistern. Also das ist meine wirklich größte Challenge gewesen, mal zu lernen, hinzugucken, was ist überhaupt konkret das Hindernis oder das Problem, nenn es wie du es willst, völlig egal, was die Schwierigkeit, die sich mir jetzt gerade in den Weg stellt. Was brauche ich denn dafür, um dieses jetzt zu bewältigen? Und häufig sind es immer wieder Fähigkeiten. Also ich habe festgestellt, dass es in den meisten Fällen, in den meisten eigentlich immer, sind es die Fähigkeiten. Und zwar völlig wurscht, ob es die Beziehung ist zu der Ehefrau oder dem Ehemann oder den Kindern oder den Mitarbeitern oder Geld. Ja, hast du genug Geld? Hast du genug Umsatz? Ja, klar, wenn du Kosten verursacht hast, dann hast du dir ja die Hindernisse selber aufgebaut. Nämlich jeden Monat diese Kosten zu bewältigen. Dann muss dir doch aber auch klar sein, wenn du dir diese Kosten aufbürdest, ob das ein Auto ist, ob das ein Haus ist, ob das regelmäßige Urlaube sind, ein gewisser Lebensstandard, dann muss dir doch auch auf der anderen Seite klar sein, weil du hast ja schon eine Entscheidung getroffen, du hast eine Entscheidung getroffen für diese Kosten. Dann muss dir aber auch klar sein, dass du die Kosten zu bewältigen hast. Also dann musst du auch, oder ich muss die Entscheidung treffen, bin ich in der Lage, also will ich in der Lage sein, diese Kosten zu bewältigen. Wenn ich mir ein Büro anschaffe, was auch immer. Ja, das nur mal so am Rande. Dann zu den persönlichen Dingen stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen sich auf etwas einlassen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, ob sie überhaupt auch hier wieder die Fähigkeiten haben, den Druck auszuhalten, das durchzuziehen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Du willst abnehmen. Ja? Du sagst, ey, ich nehme ab. Dann sei dir aber auch darüber bewusst, was hat das alles zur Folge? Zuallererst mal, was ist der Zustand, den du erreichen willst, wenn du abgenommen hast? Und dann stell dir doch mal vor, wie das ist, wenn du es geschafft hast. Und bist du auch bereit, diesen Weg wirklich zu gehen? Ich sage immer, schau, wer auf den 8000er will, auf den, sagen wir mal, Mount Everest will und da oben eine Fahne reinschlagen möchte, aber am Ende des Tages nicht bereit ist, diesen harten Weg, diesen Berg rauf zu gehen, mit oder ohne Sauerstoff, durch Kälte, durch Wind, durch Eiseskälte, mit möglichen Erfrierungen und all diesen Sachen, die damit an Hindernissen in Verbindung stehen. Ja Mensch, dann geh doch gar nicht erst los. Dann lass es doch sein. Wenn ich selber keinen Bock darauf habe und es hat so viel mit genau hinschauen zu gucken und vor allen Dingen auch genau zu wissen, was man wirklich will. Und hier habe ich einfach mal eine ganz einfache Übung gemacht, nämlich worauf habe ich Bock im Leben und worauf habe ich keinen Bock. Und das war für mich so eine erfüllende Übung, herauszufinden, was möchte ich, aber was möchte ich auch nicht. Und im Übrigen leichter ist es herauszufinden, was man nicht will und daraus abzuleiten, was man tatsächlich eigentlich will. Aber eine Sache, die steht auf jeden Fall fest, egal was du in deinem Leben machen wirst, egal was es ist, du wirst immer Hindernisse haben, weil Hindernisse und Probleme gehören zum Leben. Und das, was ich festgestellt habe, je fähiger ich werde, also ich habe dann den Weg des Lernens eingeschlagen und des Weges mir darüber klar zu werden, was ich, egal welches Ziel ich hatte oder habe, darüber im Klaren zu sein, was ist der Weg? Was ist der Weg, den ich da gehe? Und wenn ich diesen Weg gehe, was kann sich mir in den Weg stellen? Und übrigens wichtig oder witzig ist, je fähiger du wirst, umso mehr Hindernisse werden sich dir auch in den Weg stellen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du wirst bekannter, du wirst sichtbarer, du machst mehr Marketing, du machst mehr Business. Automatisch kommen auch die Ratten aus den Löchern. Die Leute, die dich haten. Weil
Hater kommen niemals zu unbekannten Menschen. Hater werden niemals Menschen haten, die uninteressant sind. Wird nicht passieren. Also kommen die natürlich, je bekannter du wirst, umso mehr kommen die aus den Löchern. Ich habe heute noch ein Video gesehen, beziehungsweise einen Kommentar gelesen, unter einer Werbung, die ich geschaltet oder wir geschaltet haben, zum Thema neue Mitarbeiter. Ja? Und da schreibt einer drunter, bei dem Lappen würde ich niemals Mitarbeiter werden. Hey, netter Kommentar. Sehr, sehr schön. Was soll ich denn da jetzt tun? Natürlich wird das immer wieder passieren, dass solche Sachen auch... Und ein riesenlanger Text eines Skriptes, was die Person mir sogar geschrieben hat. Und im Übrigen, das war gar nicht schlecht, das Skript. Das war so tatsächlich sogar gut. Aber am Ende des Tages ging es der Person nur darum, dass sie sich wichtig machen wollte und mich als Person abwerten wollte. Und für mich ist aber entscheidend, wenn ich Mitarbeiter suche, dass ich viel Outflow mache, ja, dass ich viel in Bewegung bringe, dass ich meine Botschaft nach draußen sende. Hey, wir suchen Mitarbeiter. Natürlich kann man immer was verbessern, aber Quantität geht vor Qualität. Heißt, ich kann jetzt unendlich lange darüber nachdenken, wie ich ein Skript mache. Ich kann unendlich lange darüber nachdenken, wie ich das noch besser und noch besser und noch besser mache. Dann sage ich, hey, stell dich doch selber vor die Kamera, wenn du es so geil machst. Und guck doch mal hin, wer bist du denn eigentlich? Ja? Wie erfolgreich bist du? Hast du auch ein Millionen-Business? Machst du auch siebenstellige Jahresumsätze? Ja? Bist du cool? Und vielleicht wird jetzt jemand sagen, ja, siebenstellige Jahresumsätze sind aber noch kein siebenstelliger Gewinn. Natürlich nicht, ja, gar keine Frage. Ist aber auch völlig wurscht, weil ich mache siebenstellige Jahresumsätze, ja. Und mach doch, was du willst, es ist doch wunderbar. Ich kann damit leben, du kannst so sehr toben, kannst dich so sehr aufregen, du kannst mich so sehr haten, wie du willst. Ich weiß eins, je erfolgreicher ich werde, umso mehr Hater werde ich haben. Haken dran. Verletzt mich nicht, tut mir nicht weh. Aber wenn ich Schauspieler werden will und ein A-Schauspieler, also ein Actor auf einem Niveau von Tom Cruise, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger oder was auch immer, dann muss ich auch damit leben, dass viele Menschen mich scheiße finden. Aber glaubt ihr wirklich ernsthaft, dass ein Arnold Schwarzenegger sich darüber Gedanken macht, wer ihn nicht cool findet? Völlig wurscht. Und jemand vielleicht sagt, der ist aber ein schlechter Schauspieler, weil der eigentlich nur muskelbepackt ist. Nein, aber er bedient ein gewisses Genre. Und dieses Genre, da ist er einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Völlig wurscht. Übrigens hier kleiner Disclaimer an der Stelle. Auf Netflix gibt es eine extrem coole Miniserie, heißt Arnold. Drei Teile solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Da wirst du echt merken, was ein Mensch alles auf sich genommen hat an Hindernissen und Barrieren, um seine Vision von seinem Leben umzusetzen, zu kreieren und zu leben. Sehr, sehr cool, sehr, sehr geil. Also habe ich komplett gefeiert. Finde ich extrem cool, weil, weißt du, ein Mensch, der sich Ziele setzt und diese geht und durchzieht, verdient meinen größten Respekt. Und das sollte für dich persönlich das Allerwichtigste sein, dass du dir Ziele setzt im Leben und dann wirst du immer jede Menge Barrieren haben, die sich dir in den Weg stellen, Probleme, Hindernisse. Und nochmal, je fähiger du wirst, umso mehr davon kannst du haben, umso mehr kannst du vertragen, umso mehr kannst du einfach durchziehen. Es juckt dich einfach nicht mehr, weil es dir klar ist und weil du weißt, was dazugehört, um sie zu überwinden. Aber eines wird niemals passieren im Leben. Niemals. Es wird niemals ein Leben ohne Hindernisse geben. Weil das ist eine Illusion. Und selbst wenn du ein Influencer sein willst, der nur in Dubai oder nur auf Bali, dann wirst du vielleicht irgendwann mal die Schnauze voll haben davon, am Strand von Bali
Sandkörner zu zählen oder sonst um etwas zu tun. Es ist völlig wurscht. Irgendein Hindernis wird es immer geben. Und selbst wenn du auf der einsamen Insel ohne Menschen bist, dann wirst du das Hindernis haben. Auch da ein Dach über dem Kopf, Schutz vor Sonne, Schutz vor Regen. Auch da musst du dreimal oder zweimal am Tag was zu essen dir besorgen. Dann musst du mit der Machete durch den Dschungel, um etwas zu essen zu haben. Was auch immer, es wird immer irgendwelche Barrieren und Hindernisse geben. Also deshalb hast du auch die Wahl, darüber zu entscheiden, ob du davor wegläufst, versuchst, die zu umdribbeln oder dich ihnen einfach zu stellen. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe irgendwann mal gecheckt, ey, du musst dich der Scheiße stellen. Und auf einmal lösen sich viele Dinge in Luft auf, wenn man drauf geht und sie erledigt. Und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Botschaft. Es gibt kein Leben ohne Hindernisse und du musst sie überwinden. Und das schaffst du eben mit Fähigkeiten. Deshalb, immer dann, wenn du ein Hindernis siehst und du bist nicht in der Lage, das gerade zu bewältigen, dann kannst du die Uhr danach stellen, dann fehlen dir Fähigkeiten. Deshalb sage ich dir, entwickle deine Fähigkeiten weiter und gerne helfe ich dir dabei, wenn du Immobilienmakler bist, deine Skills weiterzuentwickeln, dann bist du bei mir genau richtig. Wenn nicht, auch okay. Aber das ist der einzige Weg, um wirklich über diese Hindernisse und Barrieren hinwegzukommen. Das war eine ganz persönliche Podcast-Folge, weil das Thema Hindernisse und Barrieren mir persönlich sehr wichtig sind, weil ich selber immer wieder festgestellt habe, dass ich an diesen Dingen oftmals mich wirklich geärgert habe. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, was eigentlich das Ding ist, nämlich diese Fähigkeiten, werden oder wurden und werden viele Dinge leichter, wenn man sie als Teil des Lebens einfach akzeptiert. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, liebe Grüße aus Mallorca und bis demnächst.